Hallo, meine lieben Freunde. Ich bin's wieder, euer Robin Hood. Ja, und ich musste das Spiel gerade nochmal neu starten, weil das Rennen hat geruckelt. Aber ich habe euch ja versprochen, als wir den Ferrari auf Spa gefahren sind, in Gruppe 5, das war ein richtig geiles Rennen. Und da haben wir ja diesen Forza GT-Wagen, also die GT3-Klasse, haben wir diesen Wagen hier geschenkt bekommen. Ja, und den würde ich euch gerne jetzt noch 7 Runden auf Spa präsentieren in der Forza GT-Klasse, also GT3-Klasse. Ja, das machen wir jetzt auch. Nein, das nicht. Die Ruckler sollten jetzt auch weg sein. Gut, gehen wir in Beispiel. Gucken wir nochmal, ob wir die Mods alle drin haben. Ja, haben wir alles drin. Gut, wenn wir das jetzt nochmal fix ein hier. Das ist wieder spät geworden, 3.13 Uhr. Macht nichts, ich hab Bock. Ach, hat er alles gespeichert. Forza GT. 3 Avatare 23, 7 Runden. Und auch Spa. Ja, hat er gespeichert. Manchmal speichert er gar nichts und manchmal speichert er alles. Also. Aber das wird noch gepatcht, dass es immer gespeichert bleibt. Gut, ist alles angerichtet. Oh. Moment, ich muss eins noch nachgucken, weil es hier nass aussieht. Ne, ist Tag. Gut, alles klar. Nicht, dass wir hier Regen haben. Gut, alles klar. Ja, das ist das erste Forza GT-Rennen. Also Forza, also GT3-Klasse. Ja, und die GT3 passt natürlich auch super auf Spa. Ja, und Spa kann ich auch sehr gut. Und ja, ist eine meiner Lieblingsstrecken. Die hat dann nach der Bahn. Ja, den Ninja-Anzug hier, den haben wir. Asiaten sind ja Schlitzaugen und ihr seht ja auch, wir haben ja auch nur einen Helm mit einem Schlitz. Schlitzauge. Trotzdem alles im Blick. Gut, es ist schon ein bisschen später jetzt, aber Spar kann ich gut, da sollten wir in 7 Runden es vielleicht schaffen, auf den ersten Platz zu kommen. Ja, und dann könnt ihr gleich mal sehen, wie das hier so ist, weil GT3 ist ja eine sehr beliebte Klasse. Hier heißt sie bloß nicht GT3, sondern eben Forza GT, aber ja. Ich kann euch ja noch mal kurz die Startaufstellung zeigen. So. Ja. McLaren ist dabei, der Lambo, Bentley GT3 ist auf dem ersten. Dodge Viper, sehr geil. Dann haben wir hier einen GTLM. Ferrari 458, wir haben den GTC, der macht auch noch einen Unterschied. Maserati, den Jaguar sogar noch. Z4, gibt es auch noch einen ohne alles, also nur ein Ferrari 458 Rennwagen. Drei verschiedene gibt es da. Dann haben wir hier den SLS, da steht auch GT3 hinter. Den Nismo GTR, das ist ja auch GT3. Z4, M3 GT2. Ja, und hier ist die Corvette C7R, die ist auch mit bei. Dann noch eine normale ZR1 Corvette. Der Audi R8. Porsche GT3. Der ist ja richtig geil, dass der mit bei ist. Ja, aber den habe ich noch nicht. Ich hoffe, den gewinne ich irgendwann. Ford GT ist auch mit bei, also ordentlich was geboten an verschiedene Autos. Ja, er wünscht mir Glück. Fahren wird natürlich immer, das lassen wir jetzt auch so auf Pro. Das hat sich das gut erwiesen. Fahrhilfen alles aus, außer ABS. Ja. So, jetzt hoffentlich ohne Ruckler. Alles klar, geht los, meine lieben Freunde. Bin mal gespannt, wie er sich fährt. Wow, wow, wow. Erstmal reinkommen ins Rennen.
mal, der Lambo ist schneller auf der Geraden. Wird uns jetzt wohl überholen. Ja, vielleicht sind wir besser auf der Bremse. Oh, lassen wir das mal vorbei. Wow. Ah, okay. Ich habe das Gas weggenommen, ja. Oh, das Heck ein bisschen zu leicht. Okay. Na, lassen wir sie ruhig erstmal vorbei. Ein langes Rennen, 7 Runden. Hinter uns der Bentley. Oh, schon wieder. Hey. Na, ich glaube, das sind die Reifen, die noch nicht auf Temperatur sind. Das kann ich mir das nicht erklären. Ein bisschen defensiver erstmal rangehen. Früh hochschalten hilft auch. Da uns die Corvette. So, dann wollen wir erstmal ins Rennen reinkommen. Vor allem uns an den Wagen gewöhnen. Oh, schon wieder. Ah, das ist nicht so schön. Vielleicht braucht er auch ein Tuning. Also eine Datei. Weil. Ja. Hoffen wir, dass das noch besser wird im Rennverlauf. Federung noch zu weich. Da bräuchten wir doch ein bisschen mehr. Ja, das ist das Differential natürlich auch. Das kann es auch sein. Sperrdifferential. Oh, die legen da vorne mal ein sattes Tempo vor. Erste Mal sauber durch die Rouge kommen. So schnell auf der Geraden, aber oh, aber wir haben gute Bremsen. Ich muss mich erstmal ans Getriebe gewöhnen. Passt mich langsam ans Limit ran des Wagens. Was haben die da vorne für ein Tempo? Meine Herren,
von hinten machen auch ganz schön Druck. Bisschen näher am Bentley dran, das ist schon mal gut. Wir sind auf jeden Fall sehr gut auf der Bremse. Aber auf der Geraden dürfen wir ihn nicht bekommen, den Bentley. Er ist stärker. Abwarten. Oh, muss ich abkürzen, sonst hätte ich das Heck verloren. Jetzt sind die Reifen, glaube ich, auch auf Temperatur. Die können jetzt mehr ans Limit gehen. Das spielt wohl doch eine Rolle. Ja, er dreht sich jetzt hier nicht weg, oder? Ah, nee, ist besser geworden. Ja. Das ist sehr gut. Vorne müsste ein BMW sein. GT2. Ja. Ja, es sind die Reifen auf Temperatur, das merkt man. Danke. Ja, jetzt fährt er sich besser. Oh. Ah, okay. Müssen wir zurückspulen. Das dürfen wir auch, weil wir fahren ohne Verhalten. Wow. Ja, da muss ich jetzt mal... viel Zeit gekostet. Naja, ich bin auch schon ein bisschen... Volle Konzentration habe ich auch nicht mehr. Dafür ist das schon zu spät, aber... Egal. Runter wieder in den fünften. Man lebt von der Drehzahl. Die da vorne haben schon ein krasses Tempo, also... Ein bisschen Zeit haben wir noch, da vorne ranzukommen. Boah, Alter! Boah, zum Glück noch abgefangen. Alter Schwede, hier ist was los. Ja, das ist das Differential. Das müsste besser eingestellt werden. Würde ich auch besser zurechtkommen. Ich muss natürlich jetzt alles geben, um da vorne ranzukommen. Da denn die brechen noch ein zum Schluss. Ah!
Und die setzen sich noch weiter ab. 500 Meter auf dem vierten. Boah, das war hart am Limit. Zwei Runden haben wir noch Zeit. Ah, wieder. Ich hätte ja in den sechsten Gang schalten müssen. Also was man hier merkt, sechsten, wieder einen fünften. So, ja, man braucht hier ein besseres Setup. Das ist eine GT3-Klasse, macht das eine Menge aus. Ja. Ah, über den Körper räubern, das mag er gar nicht. Ja. Egal. Komm. Ah, Alter. Ah, das. Ich brauche für den Wagen-Setup, das geht nicht anders. Ah, wieder. Ja, nee, das geht gar nicht. Also das ist jetzt auch nicht meine Schuld, meine lieben Freunde. Ich kann so einen Wagen normalerweise locker hier über Spar preschen. Aber haben wir wieder was gelernt. Ja, ab dem vierten. Dann geht er nicht mit dem Arsch weg, ja. Ja, und das kostet uns zu viel Zeit. Also da vorne würde ich rankommen. Auf jeden Fall. Aber die Forza GT-Klasse ist hardcore. Da muss das ganze Setup richtig passen. Und das ist ja ein gutes Zeichen. Oh, wieder weg. Ja, da ist ein Körper drauf gekommen. Mag er gar nicht. Gut. Das spielen wir jetzt trotzdem zu Ende. Und für den Wagen werde ich mir ein geiles Setup runterladen. Dann zeige ich euch das gleiche nämlich nochmal. Oh, er geht immer wieder weg. Das ist... Ja, was soll man dazu noch sagen? Eigentlich auch ein bisschen unrealistisch, aber das ist eine Sache des Setups. Das hatten wir in der Demo mit dem Porsche GT2 auch und ja, die sind jetzt schon wieder so weit weg. Also mehr als der fünfte Platz ist nicht drin. Aber hier werden wir noch Erster. Das ist noch lange nicht vorbei. Ja. Nee, schade. Ja, aber es ist. Und das Problem ist auch, wenn man so viele Probleme mit dem Wagen hat, dann traut man sich auch nicht mehr richtig ans Limit zu gehen. Und das kostet natürlich alles unglaublich viel Zeit. Wenn man nicht wirklich voll drauflatschen kann und die Kurvengeschwindigkeiten sind einfach zu schwach. Und deswegen kommen wir vorne an die Spitze nicht ran. Zwei Runden noch. Aber es ist auch, glaube ich, eigentlich einer der stärksten dieser Klasse. Also da vorne sind stärkere Autos drin. Boah, hart am Limit. Boah.
Aber hier in den schnellen Kurven geht das. Hat er noch genug Anpressdruck, aber hier jetzt muss man schon sehr vorsichtig reinfahren. Wenn man einmal zu weit reinlenkt, ja, ich habe ihn wieder abgefangen, aber es kostet halt alles Zeit. In diesen Kurven hier. So kommen wir da an die Spitze auch nicht ran, obwohl wir wieder 100 Meter gut gemacht haben. Ja, hier müssten wir gut schnell ruhig durchkommen. Hier kann man ruhig voll drauf latschen, ja. Ja, hier hat er genug Grip und alles. In dieser Passage wird es wieder schwer. Ja, 130, das ist alles noch zu langsam. Der ist auch sehr langsam, sorry, aber hier kommen wir mit Vollgas jetzt durch. Ja, kurz lupfen und jetzt Vollgas. Nee. Ah. Aber hier setzen sie sich wieder vorne auf 500 Meter ab. Egal. Ist auch das erste Rennen in der Forza GT. Ja, die Kurve ist sowieso nicht meine Lieblingskurve und da sind wir wieder auf 300 ran, aber letzte Runde. Ja. Na, ich könnte den Wagen auch selber ein Setup verpassen. Ich weiß schon, was hier nicht stimmt. Also, das ist hauptsächlich das Differential. Und er braucht auch ein bisschen mehr Anpress. Ja, Anpress braucht nicht unbedingt. Das ist hauptsächlich eine Sache des Differentials. Naja, vergeraden ist er auch nicht einer der stärksten. Ich versuche jetzt nochmal alles zu geben, da muss ich immer kurz abkürzen. Ätzend. Schade. Der Wagen ist ohne Setup nicht am Limit zu fahren auf dieser Strecke. Ist ja eine Hochgeschwindigkeitsstrecke. Ja. Hier ist er sehr gut, aber es reicht halt nicht. Hier kommt man eigentlich viel schneller durch, aber ja. Hier wieder. Oder schon wieder weggehen. Trotzdem in der Pro-Schwierigkeit ist das hier in der Forza GT, also GT3-Klasse, ein hartes Stück Arbeit. Ersten Platz hier auf Spar zu holen, hier geht alles Vollgas. Ja. Ganz bisschen gelupft. Ja. Naja, beim nächsten Mal habe ich ein Setup für den Wagen. Und dann schaffen wir das auch auf dem ersten Platz. Sag ich einfach mal so. Ja, da haben wir wieder was gelernt. Ja, zumindest mit diesem Wagen hier, obwohl ich hatte das auch
Dasselbe Problem fällt mir gerade ein mit dem Bentley Continental, der ist ja auch in dieser Klasse. Der SLS ist erster geworden, Z4 ist zweiter. Aber der Lambo, ich glaube, der hat sogar Allrad, das weiß ich jetzt aber nicht. Ich glaube, der hat Allrad. Mit dem wäre ich auch besser gewesen. Ja, und dann sind wir mit unserem Ferrari schon auf dem... Ist der GTC? Ist der überhaupt noch mal drinne hier? Der GTC... Guck ich mal nach. Nee. Ach, der Porsche ist letzter geworden. Was eine Schande. Mhm. Ja. Der Wagen braucht definitiv ein Setup und in dieser Klasse braucht das, glaube ich, jeder Wagen. Weil dem Bentley, ist hier überhaupt ein Bentley mit bei gewesen? Doch hier, siebter. Hier bin ich ja schon Test gefahren für euch auf der Nordschleife und da ist mir das auch aufgefallen. Man musste immer früh hochschalten und ja, in so 120, 130 ist immer noch kritisch. Engere Kurven hat er wenig Traktion. Ja, das ist das gleiche Problem. Also die brauchen hier wohl alle im Setup. Aber das müsste am Differential liegen. Schauen wir mal uns die besten Listen an, was hier so geht. Oh, unter den ersten 6%. Aber ihr seht mal hier, die ersten haben alle eine Datei runtergeladen. Hier kann man sich die auch sehen, von wem die ist. Das ist ein Franzose. Ist das generell hier? Ne, die Datei hier. Ja, die sieht man nicht, wer das war. Naja, und dann kannst du mit dem Wagen auch richtig ans Limit gehen. Aber das war noch nicht alles. Das zeige ich euch auf jeden Fall noch. In derselben Klasse, Forza GT. Und ja, erstmal haben wir ja, wir haben andere Autos noch. Aber ich will das mit dem Ferrari auf dem ersten Platz schaffen. Das motiviert mich jetzt. Ja, und da brauchen wir eine Datei für. Selber ein Setup machen kann man auch, aber die Dateien, das haben andere Leute besser drauf. Schauen wir mal, was die Freunde hier geschafft haben. Meine Freunde. Oh, der Lohnwolf, mein lieber Mann. Der ist stark. Jo. Nee, aber sonst, ja, geht der war genauso schnell. Hat aber auch schon eine Datei dafür, das war der McLaren. Aber er hat keine saubere Runde hinbekommen, hier der GXB Cobra. Ach, Titan ist ja auch schon gefahren. Ja, das ist doch mein Best Buddy, mit dem fahre ich doch die ganzen Multiplayer-Rennen. Na hier, Titan ist auch schon drin. Mit dem SLS GT3. Na, Titan, aber das war nicht besonders schnell, du. Aber er fährt ohne ABS. Da kann ich ihn nur von abraten. Das lag wahrscheinlich daran, ja, dass er ohne ABS gefahren ist. Mhm. Naja, und sonst sind wir genauso schnell wie die Cobra. Hier, der fährt auch mit Lenkrad. Allerdings auf Xbox One. Die Shui Cobra war sehr langsam. Junz, das ist ein Japaner. Den habe ich kennengelernt. Nicht kennengelernt, den habe ich noch gar nicht kennengelernt. Das ist ein Japaner. Wie gesagt, mit dem kann ich ja gar nicht schnacken. Und Frettchen ist auch mal wieder ziemlich schwach gewesen. Fährt aber auch mit Traktionskontrolle, obwohl er ein Lenkrad hat. Ach nee, er hat kein Lenkrad. Na, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall fährt er mit Traktion und Stabilitätskontrolle. Da kannst du natürlich voll vergessen. Ja. Nee, aber da kommen wir und die Zeiten werden noch besser. An die Zeit werde ich ja nicht rankommen, 2.18, das kann ich mir nicht vorstellen, wo der wieder mit Traktion gefahren ist. Wir werden vielleicht noch 3 Sekunden besser. Also eine 2.23 ist wohl drin. Und dann kommen wir auch auf den ersten Platz bei Pro. Alles klar, wollen wir mal sehen, was wir für einen Wagen gewinnen? Ach, glaube ich, weiß ja, den Formel 1 Wagen von früher. Gut, fortsetzen. So, jetzt habe ich aber auch schon fast wieder 4 Uhr. Ja, da war hier richtig Durst auf. Schönes Hefeweizenbier. Das kommt nämlich gleich noch und ein schöner Film ziehen wir auch gleich noch rein. So. Aber jetzt holen wir uns erstmal die Belohnung ab.
Ja, und da hole ich mir, wie gesagt, ein Setup. Und dann wird der Wagen sich viel besser in engen Kurven fahren. Dann bricht der Heck auch nicht mehr aus. Ja. Ja, das ist... Aha, Psy-Ghost. Oh, das überregt die Kohle. Gesamt wieder 150, haben wir schon fast wieder 2 Millionen. Ja, hat sich das doch wieder gelohnt hier. Jawohl. Da zahlen wir 95 drauf, aber... Das ist ein richtiger, das ist ohne Honda. Einen hatten wir ja schon gewonnen, 1976er. Das ist alles Formel 1, aber das ist ein reiner McLaren. Auch mit McLaren Motor. Einen hatten wir ja noch gewonnen in dieser Ära mit McLaren und Honda. Das gab es früher auch schon. Nicht nur heute in der Formel 1. Gut. Ja, den nehmen wir gerne mit. So. Oh ja, oh geil, auf den habe ich aber auch richtig Bock, ey. Team Forza Blau, nö. Aber auf diese Open Wheel, ja, den kann ich denn, na, Eloka hat den ja leider denn nicht, der ist von Mercedes. Der W154, ja. Bei dem zeige ich euch auch nochmal. Eloka hat den leider noch nicht. Sonst würden wir den zusammen im Multiplayer fahren, wie auf Hockenheim, was ich euch heute hochgeladen habe. Die fahren sich sehr geil. Kriegen wir beim nächsten Mal. Ja, gut. Ja, doch. Wären wir jetzt noch ein Level aufgestiegen, dann hätten wir ihn leider nicht mehr bekommen. Aber wir bekommen ihn. Sehr schön. Sehr schön. Wir dürfen bloß jetzt kein Auto mehr kaufen. Dann würden wir ihn nämlich nicht mehr bekommen. So, aber erstmal die Zigarette hier ausmachen. Ja. Ja, und ich habe jeden Tag mit dem Spiel so viel Spaß. Also, beste Meldung. Echt top. So, wieder die Strecke wieder. Dann kommen wir nochmal wieder ins Hauptmenü. Ja. Ja, und wie gesagt, das ist jetzt hier, warte mal. Wo war das? Hier, die Ligen sind jetzt auch freigeschaltet. Schon auch sehr interessant. Werde ich euch vielleicht auch nochmal im Let's Play zeigen. Wollen wir mal schauen. Ja. Aber wir können das jetzt, wir können uns jetzt schon mal, das zeige ich euch noch. Zum Schluss. Holen wir uns nämlich jetzt mal ein Tuning für das Auto. So, Tuning besorgen, ja. Ja. So. Race Boy 77. Aha. Sehr beliebt. Ändert sich ein bisschen das Gewicht. Ja, aber trotzdem. So ein Tuning ist denn... Was haben wir denn hier noch alles? Das beliebteste ist das vom Race Boy. 70, den Namen hatte ich auch schon irgendwo mal gehört. Ja, aber da gibt es nachher auch noch bessere. Das sind jetzt die empfohlenen Tunings. Was haben wir hier noch? Suchen. Ja, man will natürlich das allerbeste haben. Trotzdem, beim nächsten probieren wir das nochmal auf den ersten Platz zu kommen mit diesem Tuning von Race Boy 77. Das holen wir uns jetzt schon mal. Moment. So. Runterladen und installieren. Ja, und dann wird er sich schon Ende besser fahren. Ja. Ja, mit dem Tuning in der nächsten Folge geht es dann gleich weiter. Morgen, beziehungsweise heute Abend. Ja, und dann versuchen wir damit mal in derselben Strecke, also Spa, Pro, Schwierigkeit, auf den ersten Platz zu kommen.
Ja, die Klasse werde ich auf jeden Fall noch öfters Let's Playen, die Forza-GT-Klasse. Gut, meine lieben Freunde. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn ihr Lust habt. Alles klar. Bye bye.